Hallo und wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay von einem Panzer. Ja, wie soll ich sagen? Normalerweise achte ich ja mal drauf, möglichst seltene Panzer zu nehmen, aber es gibt auch einfach so Momente, wo ich einfach Bock habe, gewisse Panzer zu zeigen. Und beim E25, muss ich sagen, schaue ich einfach selber sau gerne zu. Und dementsprechend heute der E25, der 7 TD der Deutschen, den es ja leider nicht mehr zu kaufen gibt, ist ja ein Premium-Panzer, gespielt von Hauptmann von Essen. Und ja, schauen wir doch mal, was er so damit uns jetzt aufs Parkett zaubern kann. Vielleicht an der Stelle nochmal gesagt, es gibt ja den nicht mehr zu kaufen, also von dem er auch den einen oder anderen, den der Panzer entweder nicht hat oder nicht haben konnte oder gar nicht haben wollte und trotzdem sich da nicht so gut auskennt und dementsprechend. Wir schauen mal, der Durchschlag ist mit 150 sehr gering. Premium sind wenigstens 194. Allerdings kommt er auch höchstens in Tier 8 Gefechte. Also der hat ein verbessertes Matchmaking. Also von dem her, also für Tier 6, 7, da ist der Durchschlag super. Und für Tier 8 muss man halt einfach ein bisschen die Weak Spots anschießen. Was man auch sagen muss, er schießt unglaublich schnell, hat einen sensationellen Tarnwert. Man darf nur nicht daneben schießen. Und hat keinerlei Panzerung. Also Panzerung hat er nicht, das kennt er nicht. Wer aber die Mobilität ausnutzt, die gute Tarnung und sonstiges, der hat mit dem Panzer ein unglaublich spaßiges Gerät zur Hand. Weil das ist halt das, was man wirklich sagen muss. Es gibt da Panzer, die so träge sind, die zwar auch vielleicht das eine oder andere gut können, aber der E25, der ist eine pure Spaßmaschine. Schauen wir mal, was er hier macht. Dann geht kurz mal ein bisschen die Crew duschen und fährt jetzt durch die Mitte hier hoch, weil er da schon gesehen hat, okay, von hinten kommt er nicht so gut ran. Dann nimmt er jetzt den Weg hier auf sich und das geht mit dem E25 eben sensationell, weil man einfach ein so schnelles Gerät hat, der einfach die Flanken einnehmen kann in bester Art und Weise. Da hat er jetzt hier gleich den Cromwell. Auto-Aim. Und jetzt hier schön aufs Heck. Das ist übrigens alles seine Ansicht. So macht er es gerade, so schießt er. Also Auto-Aim einfach. Und dann sieht man 6 ganz schnelle Schüsse. Und schon ist halt der Cromwell Geschichte. Also das ist wirklich, auch wenn es kein Autoloader ist, aber er schießt fast so schnell wie ein Autoloader. Und er hat halt einfach nicht mal diesen langen Reload. Also das ist schon ein perverses Gerät. Ich kann im Nachhinein alle nur beglückwünschen, die den Panzer sich gegönnt haben, weil das ist wirklich ein feines Stück, was Wargaming da hingestellt hat. So, hier ist bei ihm schon kaum mehr was am Leben, da der KV-1. Ne, jetzt hat er die Su entdeckt, jetzt wird er auch darauf schießen, aber die Su zieht sich da zurück und jetzt guckt er da nochmal und da unten, da hat er jetzt den Skoda, zündet den auch direkt an, nochmal ein und da fackelt er ab, 2. Kill, jetzt die Su. Und da sieht man jetzt so das Problem, dass eben der Durchschlag nicht so hoch ist, aber man lädt so schnell nach, irgendwann trifft man schon mal was. Das, auch wenn es doof klingt, aber es ist wirklich so, also der Panzer durch seine schnelle Schussfolge kompensiert da einiges. So, KV-1. So, jetzt beim ersten, mein Gott, den verballert man halt, den zweiten klappt und den dritten dann auch. So, und der T-150, zack, erster, zweiter, dritter, vierter und 5 Hitpoints, 6. Und da jetzt noch der andere, das ist ein One-Shot, zack, auch weg. 5 Kills, läuft bei ihm. So. 5 Kills hat er. Da hinten, da steckt jetzt noch der Jagdpanzer. So. Man hat übrigens gesehen, der war nicht mal offen. So, jetzt haut er ab, aber das ist auch kein Problem, weil wie gesagt, einfach
den Tempomat anmachen, Stufe 3 und losheizen. Guter Aim, weg ist er. So schnell hat man den Krieger einfach mit dem Panzer. Der Panzer, der ist sau geil. Auch wenn er schon ein bisschen Premium geschossen hat, aber mein Gott, am Ende des Tages ist es einfach ein Spaßgerät und wir werden trotzdem sehen, er hat trotzdem auch hier noch einiges an Credits mitnehmen können. Jetzt wartet er hier ab, weil er will scheinbar jetzt nicht unbedingt der Su bzw. der HE-Kanone von ihm begegnen. Jetzt wartet er, was der KV da mit dem macht. Ja, und die Su hat mit dem KV genau das gemacht, was er befürchtet hat, nämlich ihn weg. Jetzt lässt er erstmal die Su da stehen, da hat er jetzt gefühlt noch keinen Stress und supportet dann von hier oben da Richtung Churchill, so sieht es zumindest aus. Die sollte er gleich auch erspähen, da hat er jetzt eigentlich schöne Möglichkeiten sich zu verstecken, aber das nutzt er nicht, sondern er fährt jetzt hier runter und will denen wohl direkt ins Heck fahren. Aber auch das ist halt möglich. Ihr seht ja unten die Geschwindigkeit. Knapp um die 60 km/h immer. Also da muss so der ein oder andere leichte Panzer wirklich schon aufpassen, dass er da Schritt hält. Vier Panzer hätte er noch, also vier theoretische Kills. Auto-Aim. Erster daneben. Zweiter geht, aber auch in der Fahrt, muss man ja auch mal dazu sagen. Dritter. Jetzt weiter und oh, VK, jetzt ist er weg, so T37, da hat er ihn gerammt und dann dementsprechend killen können. Rammen sollte man aber eigentlich nicht so häufig mit dem, weil er ist nicht so wirklich schwer. Also eine Rammmaschine ist er definitiv nicht. So, 13-13 steht's, 8 Kills hat er zu verbuchen, er hat da noch einen VK in seinem Team, aber der ist da oben auf dem Hügel schon unglaublich statisch. Und da sind beide, da ist jetzt sowohl die Su als auch die Arti. So jetzt, ja. Su hat den mit einem Schuss weggemacht. Und jetzt ist es natürlich ein 1 vs 2. Sehr ärgerlich, dass der sein Mate nicht ein bisschen den Hügel runtergekommen ist, da hätte er nämlich von hier drüben unterstützen können. So kann er das jetzt leider nicht und muss da dementsprechend jetzt gegen zwei ran, was gar nicht so schön ist. Und jetzt kommen schon die Ersten, die wissen, was er machen muss, und zwar Captain, aber gegen zwei Leute würde ich jetzt auch nicht das Captain anfangen, sondern da würde ich jetzt auch eher versuchen zu verteidigen. Jetzt will er hier natürlich da ein bisschen was aufdecken und hofft, dass die Gegner hier entlang kommen. Stünde hier auch hinter dem Busch. Und da ploppt jetzt die Su auf, allerdings so, dass er auch aufgeht, weil da eben kein Busch war. Jetzt wissen die beiden natürlich auch, wo ist denn der Kamerad? So, und da ist er jetzt wieder offen. Hat er Glück gehabt? Das ist nichts Selbstverständliches, aber man muss natürlich auch den Panzer erstmal treffen. Das ist gar nicht so leicht, dadurch, dass er so schnell ist und die Su das dementsprechend schon ein wenig bedarf des Vorhaltens.
So, jetzt hat er sich hier schön rangearbeitet. Arbeitet hier mit Auto-Aim, wie man sieht. Einen Treffer braucht er noch auf die Su, aber er lässt sich da jetzt definitiv Zeit. Er macht da jetzt überhastet da jetzt nichts, auch genau richtig, da jetzt nicht auf Biegen und Brechen versuchen, den einen Hit noch zu landen, sondern wirklich ganz entspannt, ganz smooth die Geschwindigkeit ausnutzen. Und auch wenn es jetzt wieder Premium Noob oder sonstiges heißt, ich finde das gut in Anführungszeichen, weil ich würde es da jetzt nicht anders machen. Wenn ich zwei gegen einen spiele, dann will ich, dass jeder Schuss, den ich dann an den Mann bringe, dann auch wirklich ein Treffer ist. So, die Su verteidigt da jetzt die Art hier, aber jetzt kommt die Su nochmal vor und das war der Tod der Su. Die hätte da hinten stehen bleiben müssen, warten, bis er hier kommt. Das war schlecht gelöst. Und jetzt ist natürlich für die Art das gar kein schönes Leben, weil die weiß jetzt natürlich auch, okay, was passiert. Su schreibt sogar auch finally. Also wollte scheinbar gar nicht gewinnen. So, da ist die Art. So, Auto-Aim ist drauf und Arti versucht jetzt mit ihrer Geschwindigkeit da wegzukommen, aber naja, die Arti ist zwar schnell, aber es ist halt ein E25, da kommt man halt nicht so einfach weg. So, jetzt da. Und sehr schön gemacht, nicht mal mit Auto-Aim, sondern einfach Maus drüber und gib ihm. Ja, das war eine schöne Pools-Runde, die zwischenzeitlich gar nicht nach einer Pools-Medaille ausgedannt, aber er konnte am Schluss super gut die Gegner wegmähen, 4000 Damage gemacht und auch nochmal 800 unterstützt. Klar war er Top-Tier und das kommt auch wieder auf in den Kommentaren, bla bla bla, aber es war trotzdem eine geile Runde und ohne ihn wäre sein Team hier mit einer Niederlage nach Hause gegangen. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. E25 für mich nach wie vor einer der spaßigsten Panzer überhaupt und ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, was ihr besser findet. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.